Kevin Fiala, nach einer bewegenden Saison sind Sie wieder in der Ostschweiz, den Sommer am Geniessen, hier am Golf spielen. Dürfen Sie überhaupt Golf spielen? Ja, ich denke schon. Ja. Also vom Ansehen nichts dagegen. Aber ich geniesse hier meine Woche hier und jetzt, heute sind wir hier am Golfspielen und das ist wunderbar. Ja. Sie sprechen es schon an, Sie sind noch in ärztlicher Behandlung wegen dem Oberschenkel, wo Sie sich gebrochen haben während der Playoffs. Wie sieht es dort aus? Wie gesund sind Sie bereits wieder? Ja, ich würde mal sagen 80-90%. Jeden Tag spüre ich es besser und besser. Es ist auf einem guten Weg, aber es ist noch ein weiter Weg. Ich hoffe, dass das immer besser und besser wird. Ja. Sie haben die Unterstützung angesprochen, auch durch Ihre Eltern. Sie haben mit der Mutter schon mit 15 in Schweden gelebt. Und der Vater, der war ja früher auch Hockeyspieler gewesen, hauptsächlich beim EHC Uzwil, aber auch in der NLA ein paar Match. Wie wichtig ist das für Sie gewesen, dass der Vater schon Hockey gespielt hat? Ja, sehr wichtig. Ich meine, beide Eltern die unterstützen mich sehr viel und ich bin sehr dankbar. Und der Vater weiß viel von Hockey und ich lasse ihm sehr viel zu. Aber den Vater, den haben Sie mittlerweile überflügelt, so talentmäßig oder karrieremäßig. Was kann er Ihnen denn noch beibringen? Ja, viel. Es ist noch viel zum Lernen. Ich meine, einfach verschiedene Positionen, auch wenn ich abgeschickt worden bin. Die wissen, auch meine Mutter, die wissen, was ich machen muss. Nicht wütend sein oder verrückt sein, muss weiter arbeiten. Und wir sind einfach im mentalen Bereich, helfen mir beide sehr, sehr, sehr viel. Und mein Vater auch, nach jedem Match läutet mich an und dann Sachen, die ich verbessern kann. Und ist einfach viel schneller für mich zum Lernen, oder? Sie haben mit den Eltern meistens telefonisch Kontakt unter dem Jahr, wenn sie in der NHL sind. Ist das ein bisschen die Schattenseite, dass man eben von der Heimat so weit weg ist? Ja, jetzt gibt es FaceTime, also schon viel besser als nur Telefon, finde ich. Und ich vermisse sie sehr, aber sie kommen auch zu mir. Und ich war schon 15, 16, als ich das erste Mal auf Schweden gegangen bin. Und jetzt bin ich mir schon daran gewöhnt ein bisschen. Und es ist, sie kommen, ich komme, es ist halt so. Wenn Sie nur eine Woche da sind, dann müssen Sie wahrscheinlich fast irgendeine Liste machen, was Sie alles sehen wollen und wer Sie alles treffen müssen. Was sind so die Orte in der Ostschweiz, wo Sie sagen, den Ort muss ich sehen, vorher gehe ich nicht zurück? Ja, es sind viele. Ich meine, ich bin aufgewachsen, ich weiß schon alles, wo was ist. Aber meine Freundin ist jetzt auch mitgekommen, sie ist von Schweden und sie hat noch nicht ganz gesehen, die Schweiz. Und dann haben wir noch ein bisschen geplant, hier am Wochenende auf den Sandys zu gehen, vielleicht, wenn das Wetter schön ist. Aber sonst waren wir am Bodensee und in Zürich, in St. Gallen und sonst einfach zu Hause oder mit den Kollegen. Was kann man von Ihnen erwarten für die nächste Saison? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, mein grösstes Ziel ist einfach zurückkommen, 100% gesund und dann noch bessere Saison machen nächste Saison. Und golftechnisch, haben Sie da auch noch Ambitionen? Nein, ich bin nicht so gut. Ich spiele nur hier in der Schweiz. Ein paar Mal, 3, 4, 5 Mal pro Jahr. Also, das ist mein drittes Mal dieses Jahr. Also bin ich besser als das erste Mal, aber gleich sehr, sehr schlecht.